Die Schnellsten und Schlauesten im Ersten sind auch heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Kandidatinnen und Kandidaten heute, die alle der Meinung sind, die Quiz-Elite besiegen zu können. Ich stelle sie Ihnen gerne direkt vor. Wir starten gleich mit Gerhard Knapp, Softwareentwickler und App-Gewinner, ist aus Wien zu uns gekommen. Neben ihm sitzt Caroline Hove. Sie ist Reiseberaterin und kommt aus Dresden. Leander Bauer ist der Dritte im Bunde, Autor und Poetry Slammer aus Münster-Samsheim in Rheinland-Pfalz. Und nachher, last but not least, Angelika Hengst. Sie ist Rentnerin und war Landwirtschaftskauffrau lange Jahre, kommt aus Strausberg in Brandenburg. Schön, dass ihr vier da seid. Herzlich willkommen. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Ja, hat sie auch bis Österreich rumgesprochen. Wie wir wissen, wir haben viele Kandidaten aus Österreich. Das freut uns immer sehr. Ihr spielt die Schnellraterunde, kommt nacheinander zu mir, um da schon mal hoffentlich viel Geld zu gewinnen oder beziehungsweise einzusammeln. Danach kommt das Duell 1:1 gegen Jägerin oder Jäger und wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause gehen. Beginnen wird aus Wien kommen Gerhard heute. Ja, guten Abend. Hallo. Und herzlich willkommen. Servus. Bei Gefragt Gejagt. Ich freue mich, dass du hergekommen bist, den langen Weg. Ja, super. Ja, ich sagte ja gerade schon, wir haben viele Kandidaten auch aus Österreich und der Schweiz. Es scheint dann doch sich auch im 11. Jahr noch weiter rumzusprechen. Ja. Ne? Und auch jetzt aus Südtirol gibt es viele Fans. Ist das so? Ja. Bin ich Südtiroler. Ah, okay, verstehe. Und hast du noch ein paar mehr mit engagiert, die sich hier beworben haben, schon bei mir, oder? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein. Aber ich werde es nachher machen. Und die App hast du gespielt? Natürlich, und natürlich. Einmal Rundumschlag gegen alle mal? Oder? Alle besiegt muss man, sonst kommt man hier nicht rein. Ach so, das wusste ich. Ich dachte immer, dass man... Jedenfalls muss... sehr viele. Na gut, also 7 haben wir, ne? Also 7 auf mehrere Streiche dann. Dann wollen wir loslegen, ja? Bist du soweit? Eine Minute für dich, die Schnellraterunde beginnt. Und zwar jetzt. Algier heißt die Hauptstadt, welches nordafrikanische Land ist. Welcher englische Ausdruck bezeichnet den schlimmsten denkbaren Fall? Gau. Worst-Case-Szenario. Wer möchte im Roman von Jules Verne wegen einer Wette in 80 Tagen um die Welt reisen? Weiter. Phileas Fogg. St. Paulia ist der lateinische Name für die Zimmerpflanze Usambara. Weiter. Veilchen. Ist die Bratsche ein Alt- oder Sopraninstrument? Alt. In welchem österreichischen Ort findet traditionell das erste Rennen des Ski-Weltcups statt? Also. Ist ein Auto nach einem Unfall reif für den Schrottplatz? Spricht man von was für einem Schaden? Totalschaden. Flüchtige Stoffe sind entweder gasförmig oder flüssig. In welchem Land wurde im November 22 die Verlobung von Prinzessin Alexandra mit Nicolas Baghouri bekannt gegeben? Libyen. Luxemburg. Welchen chinesischen Bösewicht jagt James Bond in seinem ersten Leinwandauftritt? Ja. 12,4 D Caster entsprechen wie vielen Kubikmetern? Einem. 124. Als Skarabäen werden Abbildungen des heiligen Pillendrehers in der Kunst welches altertümlichen Reiches bezeichnet? Ägypten. 3000. Gut. Okay? Ja. Reicht? 3 ist okay, ja. Gut. Gegen wen möchtest du denn spielen heute? Jacobi oder eine Dame, habe ich gedacht. Ja? Wäre nett. Ja. Das wäre... Aber man kann es eh nicht entscheiden. Nee, das kann man nicht. Aber wir können ein bisschen aussieben schon. Ja. Weil hinter der Bühne sind nämlich nur 3, die heute in Frage kommen. Der Bibliothekar ist da, Klaus-Otto Nagorsnik. Für den passionierten Zeitungsleser ist ja so eine saure Gurkenzeit im Sommer immer bitter. Er verlegt sich dann auf Podcasts. Manuel Hobiger ist da, der Quizvulkan. Er schätzt die Sommerpause. Da hat er in den Museen mal ein bisschen seine Ruhe. Oder, guck mal, da ist er, Quizgott, Sebastian Jacobi. In der Fußballsommerpause ist er immer sehr nachdenklich und fragt sich, ob es der FC Bayern im kommenden Jahr noch mal schaffen wird. Und einer von den 3. Also Jacobi könnte es sein. Schauen wir. Ja, schauen wir mal. Hier kommt der Jäger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Bommers. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wir haben Besuch aus Österreich. Guten Abend. Aha. Aus Wien? Aus Wien. Hallo Gerhard. Servus. Servus, freut mich. Wir kommen mit 3000 Euro. Das hat Gerhard schon gut hingekriegt hier. Ja, ein guter Start. Hat auch in der App gewonnen. Also, ist gefährlich. Ja, dann hat er uns eventuell ja schon mal geschlagen. Ja, trotzdem muss ich also unten ein etwas verringertes Angebot machen. 1000 Euro. Und was gibt's nach oben? 14.000 Euro. Was meint ihr? 14.000 ist nicht so wenig.
Du hast ja gesagt, die Grenze. Höre ich gleich eine Risikobereitschaft aus. Wenn ihr meint, ich soll raufgehen, dann würde ich auch raufgehen. Du wolltest doch bloß bestätigt werden. Ja gut, dann nehmen wir einfach 14. Nehmen wir 14. Ja, machen wir direkt. Ja, ja. Warum nicht? Man ist nur einmal da. Ja, du, es sei denn, du kommst nochmal irgendwann hier in die Hall of Fame. Ja, dann nehmen wir die 14.000 doch. Dann machen wir gleich so. Geht der Abend doch schön los. Ich drücke die Daumen. Und was sagt man in Österreich statt toi, toi, toi? Sagt man auch? Ich glaube, sagt man auch toi, toi, toi. Auch toi, toi, toi. Versteht man jedenfalls. So, die Jagd beginnt. Hier kommt die erste Frage, Gerhard. Bevor sie im Handel zum Kauf angeboten werden, füllen die Hersteller Chipstüten zur Hälfte mit Methangas, Stickstoff oder Helium. Stimmt, die kann man immer so wunderbar aufknallen lassen, ja. Ploppen lassen, damit die wahrscheinlich knackig bleiben, ne? Die Chips. Ja. Was nimmt man da? Was? B, Stickstoff habe ich gewählt. Okay, ist das die richtige Antwort? Völlig richtig. Erster Schritt für 14.000. Prima, Gerhard. Was sagt der Jäger? Steht doch manchmal drauf, unter Schutzgas oder Schutzfolie abgepackt. Und das ist dann eben Stickstoff. Helium wäre lustig, dann würden sie doch... Ja, ja, dann wären alle Kinder im Supermarkt happy. Die müssten dann also halt springen und ihre Dinger wieder runterholen. Keiner. Die neuen Chips mit Leiter. Genau, kriegst du dann Leiter zum halben Preis. Zweite Frage kommt, Gerhard. Schöner Start. In der Schweiz gibt es genau 6 A, 3000er, Kantone oder Großstädte. Weißt du es? Du warst schnell. Ja, ich habe C, die Großstädte genommen. 3000 hoffe ich, gibt es deutlich mehr und Kantone 26. Nun, dann ist ja das Ausschlussverfahren par excellence angewendet, wenn das so ist. Welche sind denn die Großstädte? Kriegen wir die zusammen? Zürich, Bern, Luzern hoffentlich. Dann Genf nehme ich an. Mhm. Ist es dieselbe Einwohnerregelung wie in Deutschland ab 100.000? Oder? Ja, davon sollte man also halt mal hin. Im deutschen Sender also halt ausgehen, dass da keine andere Regelung gibt. Ich gehe gerade Fußball- und Handballvereine durch. Fahr die Winterthur. War Winterthur? Winterthur, ob das eine Großstadt ist, würde ich bezweifeln. Ja, aber eine Stadt. Eine Stadt auf jeden Fall. Ich glaube, Luzern gehört nicht dazu. Nein. Ist kleiner? Nee, ist, glaube ich, kleiner. Aber Basel könnte noch 100.000 haben. Ja, Basel, denke ich. Ja. St. Gallen möglicherweise. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass C richtig sein muss, oder? Kantone viel mehr, 3000er wohl auch. Ja, Gerhard, sehr schön. Zweiter Schritt. Drittel hast du schon. Was sagt der Jäger? Ui. 3000er. Ja. Das ist war schlecht überlegt. Das ist ja extrem hilfreich bei der Risikovariante. Stimmt. Prima. Nächste Frage kommt. Wessen erstes abstraktes Aquarell von 1910 gilt als Entstehungspunkt der gegenstandslosen Kunst? Das von Wassily Kandinsky, Salvador Dali oder Pablo Picasso? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Wen hast du genommen? Ich habe A, Wassily Kandinsky gewählt. Ja, das müsste recht sein. Ich habe das schwarze Quadrat. Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte irgendein anderes mal von Kandinsky. Aber ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist, ehrlich. In Österreich schaut man gefragte Jagd regelmäßig. Weil dann müsste sich da ja rumgesprochen haben, dass unser Herr Moderator in seiner Garagengalerie vermeintlich eine Riesensammlung also halt von Kunstwerken hat. Ja. Wie vermeintlich? Sind alles Kopien. Aber ich glaube, in der Sendung wird das dann zu selten erwähnt. Ich möchte nicht so prahlen. Was ist die richtige Antwort? Tja, ich kenne meinen Kandinsky, Herr Gosling. Was sagt der Jäger? Ja, sehr schön. Okay. Schritt für beide. Hälfte hast du, Gerhard. Nächste Frage kommt. Michelangelo sorgte 1992 sinngemäß für welche Schlagzeile? A. Höchster Seilkünstler, 20-facher Europameister oder Computervirus? Panik. Michelangelo in Anführungsstrichen. War das ein... Ich habe den Computervirus C genommen, aber ich kenne ihn nicht. Aber haben die nicht häufig scheint so einen mir passender Name? Name zu sein. Oder? Ja. Was ist die richtige Antwort? Es läuft richtig gut hier mit 14.000 Euro. Die Mannschaft ist schwer beeindruckt. Werden alle ganz still. So spannend, ne? Was sagt der Jäger? Okay. Dann gehen wir jetzt hoffentlich auf die Matchballstufe mit dir, Gerhard. Fluktuat
Nec mergitur. Sie schwankt, aber sie geht nicht unter, lautet der Wappenspruch der Stadt Rom, Paris oder London. Sie schwankt, aber sie geht nicht unter. Klingt für mich nach Junggesellinnenabschied. Was hast du genommen? Ich habe A, Rom genommen. Keine Ahnung. Ist das die richtige Antwort? Schwankt Rom? Nee, Paris schwankt. Das Pariser Stadtwappen hat also so ein altes römisches Schiff also halt drin. Da würde der Wappenspruch ja passen. Okay, was sagt der Jäger? Paris. Deutsche Asterix-Leser haben das meistens nie verstanden, den Gag. In einer Szene, als die Piraten mal wieder auf der Planke im Meer schwingen, das Schiff ist zerstört, sagt dann dieser Ziegenbocks-ältere Pirat mit dem Holzbein, der ja immer seine lateinischen Sprüche loslässt, ne? Fluctuat ac mergitur, ne? Geschwankt und untergegangen. Und untergegangen dann, okay. So, zwei brauchst noch, daran hat sich nichts geändert. Gerhard, bitte jetzt auf die letzte Stufe. Bei welchem Sport sind Amateure, Frauen wie Männer, mit den Top-Profis im selben Wettbewerb auf einer Strecke unterwegs? Beim Triathlon, beim Pentathlon oder beim Biathlon? Also das ist auch der Triathlon, da war ich auch unterwegs. Hast du schon mal gemacht, Triathlon? Ja, ja. Tatsächlich? Alles mal probieren. Ja, Hut ab. Auch das Motto, hierher zu kommen auch, ne? Und zu zocken. Ich glaube, du bist auf der Matchball-Stufe jetzt. Alles mal probieren, sagt Gerhard, der triathletische, gefragt gejagt, Gleichfinalist hoffentlich. Was sagt der Jäger noch? Ja. Ja. So, du bist auf der Matchballstufe. Zwei Möglichkeiten, das Ding zu beenden mit 14.000 Euro. Zu welchem Werk schrieb Johann Wolfgang von Goethe keine Fortsetzung? Faust, Wilhelm Meisters Lehrjahre oder die Leiden des jungen Werther? Was hast du genommen? C, die Leiden des jungen Werther. Ich glaube, Wilhelm Meister hat eine Fortsetzung und Faust auf jeden Fall. Von wem sind denn die neuen Leiden des jungen W? Plenzdorf. Das war Plenzdorf, ne? Ulrich Plenzdorf. Haben wir auch in der Schule gelesen, ja. Genau, gutes das ist Buch, dann nicht Buch. Goethe gewesen. Nein, das stimmt. Ist er durch? Ja. Ja, was sagt hier? Das ist ja super. Herzlichen Glückwunsch. 14.000 Euro, du bist im Finale. Caro, du bist dran. Prima. Das ist mal ein Auftrag, Caro, oder? Und wie? Überragend. Ja. Mhm. Richtig gut. Hat er dir das vorher abgesprochen, dass er zockt? Oder? Er hatte schon Tendenzen, ja. Na gut. Kommst du aus Dresden, auch gebürtig? Oder? In der Nähe von Dresden, ja. Okay. Genau. Und bist Reiseberaterin, ne? Genau. Das heißt im Reisebüro oder? In einem Online-Reisebüro, genau. Ah ja, okay. Genau. Ja. So, wollen wir schauen. Vielleicht ist ja hier ein bisschen was aus deinem Interessengebiet dabei. Ja. 60 Sekunden für dich, Caro. Zeit startet jetzt. An welches Möbelstück sind Kranke redensartlich gefesselt? Ans Bett. In wie vielen Kategorien wird der Nobelpreis jährlich offiziell vergeben? 4. 5. Welcher Ryan spielt neben Margot Robbie in der Realverfilmung Barbie den Ken? Gosling. In welcher Stadt in Mecklenburg-Vorpommern findet alljährlich mit der Hanse Sail eins der weltweit größten maritimen Volksfeste statt? In Rostock. Zum klassischen Panieren von Schnitzeln braucht man Paniermehl, eventuell normales Mehl und vor allem? Ei. Welcher Lauch hat ein Wildtier im Namen? Weiter. Bärlauch. Zählt der Buddhismus zu den monotheistischen Religionen? Nein. Aus welchen beiden Buchstaben besteht das Zeichen für Unregistered Trademark? Weiter. TM. Wer wurde von Sonja Zietlow und Jan Köppen zur Dschungelkönigin 23 gekrönt? Weiter. Jamila Rowe. Zwei Exemplare welcher Tiere sieht man auf dem Logo von RB Leipzig? Von den Bullen. Ja. In welcher Region macht man Urlaub? Befindet man sich am Sporn des italienischen Stiefels? Apulien. Das hättest du natürlich noch gewusst. Wieder ja. 3.000 Euro. Hatten wir eben, glaube ich, auch. Ne? Ja, klingt gut. Wären es vielleicht wieder gleich ja. 14.000. Ja. Hier kommt der Jäger. Sie haben ja auch wieder Ihr sommerliches, wie sagen wir mal, Rimini-Outfit an. Da haben wir eine Reiseberaterin, können Sie sich nachher mal austauschen mit Caro vielleicht. Hallo Caro. Hallo. Seit er in Rente ist, hat er ja deutlich mehr Zeit. Stimmt. Auch wenn Wo geht die Reise hin? Schauen wir mal. Auch wenn wir ihn ordentlich in Anspruch nehmen, hier hat er ein bisschen mehr Freizeit. 3.000 Euro, da ist die erste Reise hingegangen von Caro. Und jetzt können Sie ein bisschen natürlich dafür mitsorgen, wo sie jetzt hingeht. Wieder 3.000? Hm. Mhm. Nämlich eine Null weg, 300 nach unten. Und oben, Steigerung?
Ja, eine kleine, 15.000. Dann wären wir schon bei 29. Ja, das klingt schon gut, aber ich bleibe bei 3.000, ne? Ja? Ja, gut. Machen wir so. Dann hätten wir auch schon 17. Gerhard hat ja schon super vorgelegt. Eben, deswegen. Wir nehmen 3.000 Euro, danke Herna Gorsnick, und die Jagd beginnt. Ach, Herr Bommes. Ja. Bevor es losgeht, eine Gewissensfrage. Bringen Sie Teile Ihrer Sammlung auch im Badezimmer unter? Ich habe ein richtig gutes. Ich weiß aber nicht genau, welches es ist. Also, ja. Ne, Kaspar David Friedrich, das Eismeer, das würde ja zum Badezimmer passen. Ich habe es Ihnen mitgebracht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Schieb's mal runter. Ja, machen Sie mal. Und das ist sehr nett, Herr Nagosnik. Very thoughtful, würde der Engländer sagen. Sehr nett, dass Sie an mich gedacht haben. Wir fangen an zu spielen. Jawohl. Hier kommt die erste Frage. In welcher Stadt befindet sich das einzige Museum Deutschlands für zeitgenössische Aktfotografie? Da passt ja schon wieder fast, Herr Nagosnik. Nürnberg, Hannover oder Dresden? Ich hoffe ja, dass es entweder Dresden ist oder dass du Dresden ausschließt. Ja, ja, ich habe es einfach ausgeschlossen, weil ich dachte, das wäre zu naheliegend. Okay. Was hast du denn genommen? Ich habe A, Nürnberg genommen. Okay, ist das die richtige Antwort? Nee, ach, es ist tatsächlich in Dresden. Kannst du mal hingehen. Wann hat Caspar David Friedrich gelebt, Herr Nagosnik? Frühes 19. Jahrhundert. Ja, im 18. geboren, aber sein Hauptwerk hat er wohl in 1820er Jahre geschrieben. Ja, stimmt alles. 1774 bis 1840. Das Eismeer. Und Titel, er hat noch einen Zusatztitel. Die gescheiterte Hoffnung. Ja, das ist dieses Schiff, was da ja, genau. So leicht zu sehen ist. Naja, schwankte und ging unter. Was auch dazu, ja. Was sagt der Jäger? Der kennt sich aus, offensichtlich. So, zweite Frage. Jetzt erster Schritt für dich, bitte, Caro. Auf geht's. Ein One-Hit-Wonder der bahamaischen Musikgruppe Bahaman heißt Who Let the A. Dogs Out, Light In oder Boys Cook? Fantastischer Song seiner Zeit. Aber du bist viel zu jung wahrscheinlich schon wieder dafür. Wenn aber ich das man kennt das. Aber man kennt das? Ja, auch. Ja, es war 90er, ne? Ja. Also so ein bisschen was davon habe ich noch mitbekommen. Okay. Von 90ern, ja. Ja. Was hast du genommen? Who Let the Dogs Out. Genau. Ja, super Ding. Was ist die richtige Antwort? Ja, prima. Sehr gut, Caro. Erster Schritt für dich. Was sagt der Jäger? Ach, schade. Bitte. Ja, bitte, danke. Nächste Frage kommt. Wie hieß die Videospielfigur Super Mario, bevor sie in den 80ern umbenannt wurde? A. Giovanni, Jumpman oder Mac Plummer? Was meinst du? Ich habe jetzt mal B genommen, Jumpman, weil das naheliegend wäre, aber Mac Plumber könnte sein, weil er ja ein Klempner ist. Ob das vielleicht dann. Also, es hat zwischen den zwei. Zwei Fallen sein, ja, natürlich. Genau. Und Giovanni ist das Italienische, ne? Ja, oder? Das habe ich halt auch eher ausgeschlossen, weil Mario ist ja schon italienisch. Okay, deswegen. Was ist die richtige Antwort? Super, Jumpman ist richtig. Was sagt der Jäger? Auch. Ja, ich kann mich also halt an die Figur Jumpman erinnern. Ich habe das zwar nie gespielt. Ja. Und ich war jetzt nicht ganz sicher, ob sich aus Jumpman Super Mario entwickelt hat. Ja, aber okay. Nein, ist so. Was kommt als nächstes? In welchem Land liegt das Wüstengebiet Zona del Silencio, in dem Handys und Kompasse nicht mehr funktionieren? A. Mexiko, Argentinien oder Peru? Zona del Silencio. Tja, wonach klingt das? Kann alles sein, ne? Ja. Was hast du genommen? Ich habe B, Argentinien genommen. Ist das richtig? B ging gut eben mit dem Jumpman. Mhm. B geht jetzt nicht so gut, A geht gut. Mexiko, was sagt der Jäger? Ja, alles spanischsprachige Länder. Aber im Norden Mexikos gibt es eben ausgedehnte Wüsten. Und die habe ich in Argentinien und Peru auf der Karte, wo ich ja immer reise, nicht gefunden. Genau, okay. Jetzt ist er da. Gut, dass du nicht gezockt hast. Jo. Na, jetzt gehst du bitte auf die nächste Stufe, Caro. Was entdeckte der Ägyptologe und Bauforscher Ludwig Borchardt bei Ausgrabungsarbeiten? Eine Agamemnon-Maske, Nofretete-Büste oder Pergamon-Altar? Boah,
meistens nicht, oder? Nee, also, nee. Ich gehe von mir gerade aus. Also wir waren jetzt letztens in so einem in London in so einem Museum, National Museum, und vielleicht ist das irgendwo. Aber was? Vielleicht habe ich es auch falsch. Was hast du genommen? Ich habe B, die Nofretete-Büste genommen. Ist das die richtige Antwort? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist ja super. Haben wir den nächsten Schritt. Vielleicht kommt gleich wieder was Einfaches. Ja. Was sagt der Jäger? Ja, okay. Ja, die Agamemnon-Maske wurde ja angeblich von Schliemann, also die angebliche Agamemnon-Maske, in Mykene Azat ausgegraben, der Pergamon-Altar in Pergamon im Nordwesten, also halt der Türkei. Wenn es ein Ägyptologe war, sprach das natürlich also halt für die berühmte Nofretete-Büste. Hat er natürlich ein gutes Ausschlussverfahren angewandt und wir haben einfach Glück gehabt. Ich habe einfach geraten. So, weiter geht's. Ob mit Glück oder Wissen, ist egal. Auf welchem dieser Flughäfen starten die Flugzeuge mit der größten Geschwindigkeit? Atlanta, Paris oder Lhasa? So, und wie nähert man sich jetzt hier der richtigen Antwort? Nach welchen Parametern also geht das? Also ich habe eine ganz verrückte Sache. Also Atlanta ist der wohl passagiermäßig größte Flughafen. Also jedenfalls ganz oben in der Spitze. Paris hat also H2, aber warum sollten die da mit besonderer Geschwindigkeit starten? Was könnte und für Lhasa spricht, das liegt so hoch, dass da einfach also halt die Luftdichte so gering ist, dass sie da einfach schneller starten müssen, um Auftrieb zu kriegen. Für Lhasa spricht auch, dass es irgendwie in dieser Aufzählung irgendwie ein bisschen exotisch herkommt. Ich würde sagen, hast du es genommen? Also ich habe auch C, Lhasa genommen, weil ich auch dachte, erstens mal wegen der Höhe und wahrscheinlich auch, weil der Flughafen am kleinsten ist und die da einfach schneller... Also, damit sie schneller hochkommen. Wie bei Top Gun auf dem Flugzeugträger. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Lhasa und kriegen es. So, sehr schön. Was sagt der Jäger? Hat uns eigentlich schon die Erklärung geliefert. Ja. Und jetzt geht es darum, dass du mit noch einer richtigen Antwort bitte zu Gerhard gehst. Caro, auf geht's. Was kann man mit Hilfe von Ishihara-Bildern diagnostizieren? Nachtblindheit, Kurzsichtigkeit oder die Rot-Grün-Schwäche? Tja, Bilder. Sind es vielleicht farbliche Bilder und dann kann man rausfinden, ob man sie erkennt? Ich meine, dass ich es jetzt auch irgendwann letztens mal aufgeschnappt habe, kann aber auch wieder nur Einbildung sein, aber ich habe C, die Rot-Grün-Schwäche genommen. Und der Jäger nickt. Was ist die richtige Antwort? Ich hab sie. Ich bin damit mal getestet worden. Was ist die richtige Antwort? Sehr schön, du hast es geschafft. 17.000 haben wir schon. Erna, weiter geht's. Bravo, Caro. Ja, weiter geht's. Haben Sie doch gut vorgelegt. Aber jetzt hallo, beiden, richtig. Oder? Prima. Ja. So, dann wollen wir beide auch mal loslegen. Du bist Schüler? Nee. Nicht mehr. Ich habe Abitur gemacht dieses Jahr bereite mich gerade auf mein Studium vor mit verschiedenen Praktika und Arbeitsanstellungen. Klasse. Was soll es werden? Ich möchte ganz gerne zum Film, wenn es klappt. Ich möchte gerne an die Filmakademie Ludwigsburg. Dafür brauche ich 12 Monate Praxiserfahrung vor der Bewerbung und die sammle ich mir gerade zusammen. Zählt das hier auch? Leider nicht. Wäre toll. Ich drücke dir jetzt mal die Daumen erstmal für die Schnellraterunde. Ja. Deine Zeit startet jetzt. Welches Nagetier steckt im Wort Festschmaus? Maus. Eine Theaterbühne bezeichnet man auch als die Bretter, die die Welt weiter bedeuten. Wie viele Stufen umfasst eine Terz ihrem Namen nach? 3. Welches Land hat als erstes in der EU den Tierschutz in der Verfassung verankert? Deutschland. In welchem sogenannten Bad gibt es kein Wasser, aber spielende Kinder? Weiter. Bällebad. Ein Kinderfilm mit Bulli Herbig und Christoph Maria Herbst heißt Huibu und das Hexen? Weiter. Schloss. Klar. Der Bestseller Blue Skies über den schwierigen Alltag in der heutigen Zeit stammt vom California TC. Weiter. Boyle. Wie nennt man es, wenn beim Snooker eine Kugel verdeckt und damit nicht direkt anspürt? Snooker. Welcher König ließ 2023 bei der Wachablösung zum Gedenken an Tina Turner ihren Hit The Best spielen? König Charles. In welchem Kleinkunstformat begann Felix Lobrecht? Welches Mitglied des Kölner Dreigestirns wird als seine Deftigkeit angesprochen? Der Prinz. Der Bauer. Der Orient erstreckt sich über Teile der Kontinente Afrika und? Asien. Nennt man die Vererbungs... 3000. Ich erkenne einen Sinnskrieg. Hast du sehr gut gemacht. Danke. Und 3000 Euro hast du? Die setzen wir jetzt ein gegen Herrn Nagorsnik. Hier kommt der Jäger. Runde 3, Leander ist da. Hallo Leander. Hallo. Mit 3000 Euro überraschenderweise.
Das überrascht. Naja, nicht. Überhaupt nicht. Jetzt muss ich was bieten. Wäre freundlich, ja. Ja, ich biete da mal 500, aber mit einem Minuszeichen. Oh. Ach, schön. Jetzt ist er ein bisschen sauer. Und da oben wieder eine kleine Steigerung auf 16.000. Freunde, ich glaube, ich bleibe. Ist das okay? Wenn du magst, ist das okay. Ja, dann würden wir gerne bei den 3.000 Euro bleiben. Dann machen wir das so. Das hat eben auch geklappt. Wir kämen auf 20.000 glatt. Das wäre super. Die Jagd beginnt. Mit dieser Frage. Die TV-Serie Peaky Blinders sorgt für eine Renaissance welches Kleidungsstoffs? Tweed, Brokat oder Samt? Was hast du genommen? Kennst du die Serie? Ich habe sie leider nicht gesehen, weil ich den Pilot nicht so mochte. Also die Pilotfolge. Aber ich habe Art Tweed genommen, weil sie, glaube ich, im späten 19. Jahrhundert spielt. Okay. Und ich hoffe, ich habe wenig Ahnung von Textil, dass man das trug, dass es so heißt. Was ist die richtige Antwort? Völlig richtig. Ob das richtig erklärt ist oder nicht, ist völlig egal. Weil Tweed ist richtig. Was sagt der Jäger? Ach, oh, noch besser. Nächste Frage direkt. Ein 2023 erschienener Bestsellerroman der Norwegerin Trude Teige heißt Als Großmutter A. ihr Herz entdeckte, im Regen tanzte oder die Hühner fütterte. Was hast du genommen, Leander? B. im Regen tanzte und ich bin mir leider gar nicht sicher, ob das stimmt. Nee, aber es klingt irgendwie ganz... Ja, es klingt romantisch, ne? Ja, beziehungsweise es klingt so, als... wäre es auch Effekt. So wie der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, kletterte und genau. Verschwand. Ja, stieg, ne? Richtig. Was ist die richtige Antwort? Na, auch gut, richtig. Dank. Prima, Leander. Was sagt der Jäger? Ex-Bibliothekar, der hat das nicht mehr verliehen. Nee. Ja, ist mir beruflich noch nicht untergekommen. Genau, hier kommt die nächste Frage. Welcher Sir ist bis 2023 schon in 8 Filmen des Star-Regisseurs Christopher Nolan aufgetreten? Michael Caine, Gene Wilder oder Richard Chamberlain? Weißt du's? Ja, es sollte Michael Caine sein. Der ist ein Sir, ja? Da bin ich mir recht sicher. Super, dann nehmen wir den und machen ihn grün. Prima, es läuft richtig gut, Leon, ne? Was sagt der Jäger? Ja, auch nichts. Ich weiß nicht, ob die anderen den Sir-Titel bekommen haben. Keine Ahnung, aber weiß ich auch nicht. Bei Michael Caine war ich mir da sicher. Okay, weiter geht's. Jetzt kannst du schon auf die letzte Stufe kommen. Welche Band soll sich nach einer Zahl aus dem Douglas Adams-Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis benannt haben? Maroon 5, Level 42 oder Blink 182? Das ist ja die Antwort auf alles, die ja da, glaube ich, gefragt ist. Und ich weiß leider nicht mehr, ob die Antwort auf alles 42 oder 182 ist. Ich bin jetzt mit Antwort C, Blink 182, genau, gegangen. Mal ist das schauen. Richtig? Nein! Blink 42, was sagt der Jäger? Nach 7 Millionen Rechenjahren von Deep Thought errechnet. Okay, damit macht er einen gut. Nächste kommt, jetzt machst du wieder richtig, bitte lernen. Ja, ärgerlich. Wer sich auf gut Österreichisch tummelt, Blick bleibt vorne, der beeilt sich, versteckt sich oder bedankt sich. Was hast du genommen? Beeilt sich A. Ist das richtig, Gerhard? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Er glaubt nicht. Was ist die richtige Antwort? Doch, ach, guck mal, gut, dass du der nicht der Österreicher bist. Ja, sagt man in Südtirol dann nicht wahrscheinlich. Das ist ja herrlich. Nächster Schritt für dich, Matchbälle, was sagt der Jäger? Okay. Tummel die. Also mach hin. Ja, ist es so. Ja. Na gut, Depeche-Tor-Ampel. Drei Matchbälle und jetzt kommt dieses. Was wird in einer Jazzband häufig mit der Wisch- oder Rührtechnik gespielt? Banjo, Kontrabass oder Schlagzeug? Wischen, Schlagzeug, oder? Gut, dass ich das nicht genommen habe. Glaube ich, einen Besen dazu. Was hast du Ich hatte gar keine Ahnung und habe einfach A, Banjo geraten. Ja, vielleicht ist das richtig. Oder Banjo, schon ganz so aus. Came from, nee, durch Schlagzeug, genau. Was sagt der Jäger? Und
Was kommt jetzt als nächste Chance? Das ist nochmal spannend. Ja, mach's nicht zu spannend. Ich möchte es auch nicht. Welche Schauspielerin war das weibliche Mitglied des legendären Rat Packs? Joan Collins, Shirley MacLaine oder Sophia Loren? Wer waren die Männer? James Dean. James Dean. Nee, nicht James Dean, Dean Martin. Dean Martin, so. Ja, ja, genau. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Wer war die Frau? Es ist ganz, ich habe nicht meine Zeit. Nee. Ich habe jetzt einfach B. Shirley MacLaine genommen. Ich wusste auch gar nicht, was die Red Packs sind. Okay. Was ist die richtige Antwort? Ja! Shirley MacLaine, Glückwunsch zusammen, mein Glückwunsch. 20.000 Euro, Angelika, weiter geht's. So, Angelika, einmal noch hier. Ja. Schnellraterunde. Bist du bereit dafür? Ja. Hast du Lust drauf? Ja. Ja? Gut, dann legen wir direkt los, oder? Ja. Ja, wollen wir? 60 Sekunden auch für dich. Das ist ja schon super vorgelegt hier von allen. Genau. Geht ja nur noch ums auch da reinkommen. Ja, genau. Gleich, ne? Also, eine Minute ab jetzt. Wer versucht, sich auf unbekanntem Gebiet zurechtzufinden, fischt redensartlich im? Fremde Gewässer. Im Trüben. In welcher Schmiede fertigt man aus Edelmetallen und Edelsteinen Schmuck? Goldschmiede. Wie viele Kaiser saßen 1888 auf dem deutschen Thron? Fünf. Drei. Singt ein Countertenor in höherer oder tieferer Stimmlage als ein Tenor? Höherer. Ja. Ein Klassiker der Berliner Küche ist das Resteessen. Hoppel? Moppel? Poppel. Andreas Englisch veröffentlichte im März 23 das Sachbuch Das Vermächtnis von Papst? Johannes. Franziskus. Welche Farbe haben die Blüten des echten Johanniskrauts? Gelb. Aus welchem Land stammte die Modedesignerin Hanei Mori, die auch als Madame Butterfly bekannt war? Italien. Japan. Welchen Künstlernamen ließ sich Hörfunkmoderator Benedikt Vogel in seinen Personalausweis eintragen? Walter. Ben Wettervogel. Den Rundfunk Berlin-Brandenburg kennt man unter welcher Abkürzung? RBB. Ja, das kam. 2000 Euro. Oh Gott. Nummer 22 wäre doch schön. Oh, du kannst gerne schon kommen. Ich hole ihn direkt. Hier kommt der Jäger. Anna Gorsnick, letztes 1 gegen 1. Angelika ist gekommen aus Strausberg. Hallo, Angelika. Hallo, Herr Gorsnick. Und jetzt geht's nochmal, möglicherweise um 2000 Euro. Das Muster ist durchbrochen, aber Sie können ja nochmal bieten. Ach, lassen wir unten mal einen Euro liegen. Naja, gut. Dann hatte ich gehofft, dass was Besseres unten kommt. Dann wäre es sogar eine Alternative gewesen. Ja. Aber das haben Sie schlau ausgeschlossen jetzt hier. Und oben nochmal. Ja, ich nehme da auch Asahatenmuster, und zwar mein spezielles. Okay. Kriege ich noch ein Tausender drauf, 17.000. Ich bleibe. Das ging schnell. Ja. Sie bleibt. 2.000 Euro, das letzte Duell, die Jagd beginnt. Auf geht's, Frage 1. Mara de Bois und Evita heißen zwei Züchtungen von Erdbeeren, Schweinen oder Rosen. Ui, was hast du genommen? Teerosen habe ich genommen. Ist das richtig? Sind das Rosen? Erdbeeren, was sagt der Jäger? Das kleine Leckerbäulchen? Woher haben Sie denn sowas gewusst? Ich habe mal Erdbeersorten gelernt. Aufgelistet gesehen und Evita war dabei. Mara de Bois kenne ich nicht. Guck mal, ich habe nie Erdbeersorten aufgelistet gesehen. Nee, das unterscheidet uns. Hier kommt die nächste zwar Frage. Garten, aber nicht die. Welcher DDR-Backklassiker ist auch heute noch auf Kindergeburtstagen beliebt? Flamingo-Torte, Papageienkuchen oder Amselkekse? Da baue ich jetzt auf dich. Papageienkuchen. Ja? Ja. Weil wie ist der in Form von? Nee, der ist bunt. Ach, bunt einfach. Ja. Okay, was ist die richtige Antwort? Der Papageienkuchen, prima. Was sagt der Jäger? Ja, das Danke. Ist gut. Mein letzter Kindergeburtstag ist schon etwas her. Das ist richtig, sehr lange sogar. Hier kommt die nächste. Auf welcher griechischen Insel wurde 1955 eine Stadt nach Pythagoras benannt? Mykonos, Rhodos oder Samos? B. Was hast du genommen? B habe ich genommen. Auf Rhodos, ist das richtig? Auf Samos, was sagt der Jäger? Okay.
glaube, da soll er geboren sein. Pythagoras? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber man müsste vielleicht nochmal die Kirchenbücher, die es damals nicht gab, einsehen. Die sind alle in Form von gleichschenkligen Dreiecken, glaube ich, verfasst dann. Ja. Ja, hier kommt die nächste Frage. Welche Steine werden auch Lithophone genannt? Klangsteine, Heilsteine oder Drucksteine? Was hast du genommen? Ah, oh, habe ich genommen. Was ist richtig? Super, Klangsteine. Nächster Schritt für dich. Was sagt der Jäger? Aber wir gerade aus Samos kommen, können wir das ja aus dem Griechischen übersetzen. Lithos ist der Stein. Lithos. Und Phono kennt man also aus der Phonoindustrie und vom Phonographen. Das ist der Ton oder der Klang. Okay, prima. Nächste Frage kommt. Wer äußert am Ende seines Chemieunterrichts, boah, was habt ihr für eine fiese Charakter? Kapitän John Keating, Professor Krei oder Lehrer Seki Müller? Ich muss jetzt eine Lücke bei Kapitän John Keating zugeben. Was ist das? Fluch der Karibik? Nee, keine Ahnung. Seki Müller ist, glaube ich, Fuck You Goethe, Elias Mbarek. Und weißt du, aus welchem Film das Zitat ist? Nein. Nee? Kenne ich mich gar nicht aus. Feuerzangenbowle. Ach, ja, Pfeiffer, ja, na klar. Mit 3F. Pfeiffer mit 2 vor 3. Da stellen wir uns Jans Dom und fragen, was ist eine Dampfmaschine? Stellen wir uns mal Jans Dom. Das ist eine Dampfmaschine. Das ist C sein. B, B, was hast du denn genommen? B. Echt? Ja. Na dann, B. B. Sehr schön. Klasse, was sagt der Jäger? Jawohl, super. Toller Film. Nächste Frage kommt. Ja, den kann man sich mal zu angucken. Ja. Welches Buch schrieb der bekannte Kirchenkritiker Hans Küng? Papst Forever, Kirche für alle oder existiert Gott? Was hast du genommen? Ah, habe ich genommen. Ist das richtig? Papst Forever? Existiert Gott. Das passt, glaube ich, eher zur Kritik, ne? Was, was sagt der Jäger? So, jetzt ist er da, Angelika. Oh, ja. Lauf ihm weg, bitte. In welchem Land steht auf dem Pyramidenkogel der höchste hölzerne Aussichtsturm der Welt? Österreich, USA oder Ägypten? Was hast du genommen? C. Hoffentlich ist das richtig. USA. Nein, in Österreich. Und das war jetzt so. Gerhard. Hätte ich nicht gewusst. Hätte es nicht gewusst, na gut. Aber er wusste auch nicht, was Kogel klingt schon sehr österreichisch. Ah, Kogel. Ich befürchte, dass er dich rausgeschmissen hat. Ja, schade. Was sagt der Jäger? Vielen Dank für den Besuch, Angelika. Es hat Spaß gemacht mit dir. Pass auf, die kleine Stufe hier, ja? So, Dreierfinale. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. 20.000 Euro stehen am Pult und 3 schlaue Menschen dahinter. Ich hoffe, dass ihr jetzt euren 3 Punkten noch ordentlich was zuführt, ja, damit ihr einen großen Vorsprung gleich habt auf Herrn Nagorsnik. Eure Zeit, 2 Minuten, startet jetzt. Mit welchen Streuseln sind Rumkugeln bedeckt? Schokostreusel. Das heißt wörtlich übersetzt Klippenhänger, meint aber vorerst... Cliffhanger. Charles-Louis Napoléon Bonaparte war der erste und einzige Präsident welcher französischen Republik? Erster. Welcher ist der größte der 5 großen Seen Nordamerikas? Michigan. Welches Brettspiel wird auch das Spiel der Könige genannt? Schach. Die imposante Vasco da Gama-Brücke steht in welchem Land? Portugal. Welcher Gott lässt sich von den Walküren Rista und Mista goldene Pokale reichen? Weiter. Mit 8 dieser Monat trägt den Trauerflor, beginnt welches Gedicht von Erich Kästner? Weiter. In welcher Tonne entsorgt man von der Apfelkitsche bis zur Zwiebelschale organischen Jummel. Welche sommerliche Fußbekleidung ist nach Gottes Sohn benannt? Jesus Sandalen. Seit der Antike wird welches Tierkreiszeichen als Frau dargestellt? Jungfrau. Welche griechische Insel hat die meisten Einwohner? Kreta. Toto, es scheint mir, als ob wir nicht mehr in Kansas wären, sagt welche Judy als Dorothy Gale. Weiter. In welchem Fach lernt man in der 7. Klasse etwas über die ländlichen Räume Europas? Erdkunde. Bata Illich sang, ich hab noch Sand in den Schuhen aus. Weiter. Zur Weltfußballerin des Jahres 2022 wurde welche Alexia gewählt?
Weiter. Welches berühmte Opernhaus kann man in Dresden besuchen? Semperoper. Welcher Film von Steven Spielberg ist ein Biopic über die letzten Monate im Leben des Fablemans. Das sogenannte Viergestirn aus Goethe, Wieland, Herder und Schiller verbindet man mit welcher Stadt? Weimarer Klassik. Ah, Weimar! Entschuldigung. Welches Bundesland belegt bei Fläche und Bevölkerung Platz 3? Niedersachsen. Total betrunkene Menschen bezeichnet man scherzhaft auch als Sternhagel. Voll. Wie lautet in der deutschen Küche der Oberbegriff für Garnelen, Hummer, Tintenfisch und Muscheln? Meeresfrüchte. 15 Punkte. Ey, ich war so unsympathisch. Ich hab mich so gelangt in der Weimar. Habt ihr gut gemacht. 15 steht. Und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Noch, Herr Nagorsek, eine 15 ist es geworden. Komische Sendung. Erst falle ich auf die 3000er in der Schweiz rein, dann kriege ich dann eine dreiköpfige 3000er-Bande vor die Nase gesetzt mit 20.000. Ist ein bisschen Zahlenmagie also halt drin. Na, mal schauen, was passiert jetzt. Sind Sie bereit für Ihre letzte Jagd heute? Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Sie beginnt für unseren Bibliothekar, für Klaus Otto Nagorsnik. Er hat 2 Minuten Zeit, braucht 15 richtige Antworten. Zeit startet jetzt. Was wird in München gerne gezuzelt? Weißwurst. Bücher, Filme und Theateraufführungen rezensiert welches Ressort einer Zeitung? Das Feuilleton. Welches Reich erstreckte sich im frühen 9. Jahrhundert von Nordspanien bis zur Elbe und vom Ärmelkanal bis nach Mittelitalien? Das Fränkische Reich. Wie heißt das zweithöchste Bergmassiv Afrikas? Der Kamerunberg. Stoppt die Uhr? Weiß ich nicht. Der Kilimanjaro-Berg. Ich glaube nicht. Braucht jetzt die Antwort? Mount Kenya. Sehr gute Antwort. Oh, völlig richtig. Bravo, Gerhard. Erster Rücksetzer. 1,36 für 13. Zeit startet jetzt. In welchem Gesellschaftsspiel kann man mit dem doppelten Wortwert punkten? Scrabble. Das für seine barocken Gebäude berühmte Linz ist eine Stadt in Ober... Österreich. Welcher Gott zeugt mit der Riesin Angerboda die drei germanischen Weltfeinde? Thor. Stopp die Uhr. Keine Ahnung. Welcher Riesin? Welcher Gott? Welcher Gott? Ich kenne nur Odin. Boah, jetzt die Antwort? Odin. Nee, Loki. Der Böse. Ja, ja. 1,19 für 11. Die Zeit startet jetzt. In einem Ferienheim in Seebühl treffen in welchem Kästnerbuch Zwillinge aufeinander? Das doppelte Lottchen. Für welche Freizeitbeschäftigung steht das Icon einer Figur mit Rucksack und Stock? Wandern. Welches Kleidungsstück ist namensgebend für einen kleinen Wirbelsturm? Wasser. Stopp die Uhr. Hose. Die Windhose. So, jetzt. Hose. Richtig, Hose. Die Windhose. Ja. 1,02 für 10. Zeit startet jetzt. Seit der Antike wird welches Tierkreiszeichen als Mann mit einem Krug dargestellt? Der Wassermann. Welche kanarische Insel hat die meisten Einwohner? Gran Canaria. Stopp die Uhr. Teneriffa. Teneriffa ist es. Dann sind es wieder 10. 53. Ja. Zeit startet jetzt. Über Nacht zum Star wurde durch den Film Ein Herz und eine Krone die Schauspielerin Audrey... Hepburn. In welchem naturwissenschaftlichen Fach lernt man in der 8. Klasse etwas über Stoffe und ihre Eigenschaften? Chemie. Heidi Kabel sang, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt... Was denn? Stopp die Uhr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, sehr gut. Kennen Sie nicht? In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Schunkeln wir mal. In Hamburg geschunkelt, ja. Da wird wirklich geschunkelt, nicht gezuzelt, geschunkelt. 36 für 9, Zeit startet jetzt. Deutschlands Sportler des Jahres 22 wurde der Zehnkämpfer. Niklas? Ich passe. Stopp. Kaul. Kaul? Kaul, Niklas Kaul. Oh, es sieht gut aus für euch jetzt. 30 Sekunden glatt, Zeit startet jetzt. Im Bankenviertel welcher Stadt findet man das Japan-Center? In Düsseldorf. Stopp die Uhr. Frankfurt? Frankfurt. Ja, Frankfurt. Ja, Frankfurt. Ja. 26 Sekunden, Zeit startet jetzt. Die dunkelste Stunde heißt ein Biopic von Joe Wright über welchen britischen Premier? Churchill. Marcel Reich-Ranicki war fast ein Jahrzehnt lang Juror welches berühmten Klagenfurter Literaturpreises? Ingeborg Bachmann-Preis. Welches Bundesland belegt bei der Fläche Platz 13 und bei der Bevölkerung Platz 15? Saarland. Einen wohlgenährten Säugling nennt man auch liebevoll Wonne? Proppen. Das Gewürzkraut. Dann beschließen wir es doch mit dem Proppen. Herzlichen Glückwunsch. 26.000 Euro.
mal so gar nicht rein ins Finale, ne? Hey, ich habe ja gesagt, das ist ein ganz komisches Set. Also ich möchte diese Sendung am liebsten gar nicht ausstrahlen lassen. Vergessen. Den Wunsch können wir Ihnen nicht erfüllen. Wir machen es mit Freude. Vielen Dank, Herr Nagorsing, und freuen uns mit euch über viel Geld. Gebt es mit vollen Händen aus oder macht, was ihr wollt damit. Ihr habt es toll gespielt. Das war Gefragt, Gejagt für heute. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend.